Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Das war eine legendäre Eröffnung der HR3 Mittagsdiskothek von Werner Reinke über Jahre hinweg, über die wir alle immer sehr gelacht haben. Ich heiße euch herzlich willkommen, freue mich darauf, dass ihr wieder ein paar Augenblicke der Ruhe an einem Tag mit mir zusammen verbringen wollt. Und ich grüße euch mit einem Kaffee, einem englischen Orangenkaffee, ein Orangenkaffee aus England, aus dieser wunderbaren Jean-Michel Basquiat-Tasse, die ich auf seiner tollen Ausstellung in der Schirn gekauft habe. Da schmeckt es doch gleich nochmal so gut. Ihr seht, ich bin heute nicht live in der Jugendkoordination Kronberg in der Adlerstraße 2. Das ist ja die Base dieser neuen Jugendarbeit, dieses neuen innovativen Konzepts von Jugendarbeit, das die Stadt Kronberg eingerichtet hat. Und nachdem ich die ganze Zeit immer erzählt habe, was wir mit Jugendlichen tun wollen, möchte ich heute nochmal auf einen kleinen Aspekt unserer Arbeit hinweisen, die ich bis jetzt noch nicht genannt habe, die mit der HR3 Mittagsdiskotheke und Werner Reinke zusammenhängt, denn an den erinnern sich ja doch nur noch die Älteren, so wie ich. Ich werde ja jetzt auch im März nächsten Jahres 60 Jahre alt. Und von daher fällt mir auch immer wieder ein wenig die Aufgabe zu, Konfliktmanagement zu betreiben zwischen der fantastischen, positiven Energie von Jugendlichen und älteren Mitbürgern, die das vielleicht nicht ganz so verstehen können, was da geschieht. Und wenn man älter ist, hat man ja auch ein höheres Ruhebedürfnis. Das kenne ich nur zu gut. Und dann nervt einen das manchmal, diese jungen, wilden Ausdrucksformen, wie hier zum Beispiel Jean-Michel Basquiat, der auch nicht in allen Generationen gleichermaßen verstanden wurde und wahrgenommen wurde. Und dafür bin ich am Start und es würde mich sehr freuen, wenn ich mit vielen Menschen auch mal darüber ins Gespräch kommen könnte. Vorzugsweise montags nachmittags zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in Kronberg in der Adlerstraße 2 im ehemaligen Treff International, im noch ehemaligen Elektro Heist und jetzt baldigen Café Kollektiv. Ich glaube, jetzt habe ich die Verwirrung komplett gemacht. Prost. Heute lese ich aus dem Jugendzimmer meines jüngsten Sohnes Connor Ethan Lerner. Und ihr seht das ja hier, dass er und ich eine Leidenschaft gemeinsam haben, miteinander teilen, nämlich Marvel Comics. Yeah! Und das verbindet auch wiederum die Generationen, denn Marvel Comics, die gab es schon, als ich klein war, oder da begannen die wahrscheinlich gerade, und die gibt es jetzt immer noch und die Begeisterung dafür, dass es in dieser Welt Gerechtigkeit geben könnte und dass es Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten geben könnte, die dafür sorgen oder dafür eintreten. Diese Sehnsucht, die teilen doch jung und alt. Und über diese Sehnsucht spreche ich auch immer wieder hier im literarischen Adventskalender. Denn das ist im Grunde genommen zusammengefasst das Wunder von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten bedeutet, dass wir alle die Sehnsucht haben nach Frieden und Gerechtigkeit und erfülltem Leben, nach Glück. Und dass wir gleichzeitig sehen, dass es auf dieser Welt irgendwie oft ganz anders aussieht. Und wir sehnen uns danach, dass jemand kommt und uns aus diesem Schlamassel irgendwie herausreißt. Und genau das ist die Hoffnung von Weihnachten oder die Botschaft von Weihnachten, dass Gott, der diese Erde geschaffen hat, dass der einer von uns geworden ist, dass der ein Mensch geworden ist und auf die Erde gekommen ist, um es zu richten. Allerdings eben ganz anders, als wir das erwartet hätten. Ganz anders, als wir es gewohnt sind.
eben nicht mit Kraft, Macht und mit, was weiß ich, Gewehren und Pipapo, sondern mit Liebe. Er ist den untersten Weg gegangen, er hat sich mit uns verbrüdert und verschwestert, hat dieselben Probleme gehabt wie wir, hat dieselben Gefühle gehabt, hat dasselbe Leben gelebt und kann uns so verstehen und kann deswegen uns in allen, aus allen Gruben herausholen, in allen Verwirrungen finden, in die wir uns verirrt haben. So, bevor ich mich aber jetzt um Kopf und Kragen predige, will ich zur heutigen Geschichte kommen, die wieder aus diesen beiden Büchern kommt. Einmal Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht. Und hier Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von Frank Bonkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese. Und wie immer weise ich darauf hin, dass man diese beiden tollen Bücher für kleines Geld bei eurem Local Bookstore bekommen könnt und dass ihr damit eine große Freude machen könnt. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein Foto schickt, auf dem zu sehen ist, wie ihr eines dieser beiden Bücher gerade gekauft habt, gerade in Empfang nehmt, oder wie ihr es jemand anderem schenkt und wie der sich freut. Heute lese ich aus diesem Buch, aus Weihnachtswunderzeit, und zwar eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass, was Werner Reinke gesagt hat, guten Morgen, liebe Studenten, es ist nämlich eine Geschichte, die mit Kaffee zu tun hat. Und sie ist geschrieben worden von meinem lieben Freund Thomas Klappstein. Ich erinnere nochmal, das ist der hier in der Mitte, Thomas Klappstein. Und die heißt Morgens im Café. Guten Morgen, Herr Wirt. Einen großen Pott heißen Kaffee, bitte. Wenig Milch und keinen Zucker. Ich muss mich erst einmal aufwärmen. War kalt heute Nacht. Wie bitte? Nee, ich bin nicht gereist. Ich wohne hier schon lange. Aber da ich ständig in der Nachtschicht arbeite, bekommt man mich tagsüber kaum zu Gesicht. Normalerweise gehe ich auch gleich nach Schichtende schlafen, aber heute bin ich einfach zu aufgedreht. Da muss ich erst mal unter Menschen. Schön, dass Sie Ihr Café schon so früh geöffnet haben. Ah, der Kaffee ist fertig. Duftet der gut und schmeckt schön stark. Genau das Richtige. Wissen Sie, heute Nacht ist da echt ein Knaller passiert. Tut mir leid, wenn ich Sie mit meinem Redeschwall jetzt einfach so überfalle, aber was da passiert ist, das kann ich wirklich nicht für mich behalten. Sie werden sich bestimmt wundern über das, was ich Ihnen zu erzählen habe, aber es ist hundertprozentig passiert. Ich habe das jetzt schon einigen Leuten erzählt, die mir auf dem Weg hierher begegnet sind. Einige haben bestimmt gedacht, ich hätte die Nacht in einer Kneipe durchgemacht und Halluzinationen gehabt. Aber dem ist nicht so. Wissen Sie, ich arbeite als Hirte im jüdischen Hirtenverband. Eigentlich nur in der Nachtschicht, wie ich ja schon sagte. Mit den Nachttarifen kommt man dabei doch auf ein wesentlich höheres Einkommen. Naja, und so war ich natürlich auch letzte Nacht unterwegs. Mit 3 Kollegen übernahmen wir gestern eine Herde bei den Hürden. Sie wissen doch, das Feld kurz vor den Toren der Stadt. Eigentlich sollte ich zusammen mit einer anderen Crew eine Herde in den Bergen bewachen, aber dann hat der Chef mich doch noch kurzfristig zur Hürdenschicht eingeteilt. Da war einer krank geworden. Auf jeden Fall hatte ich so ein einmaliges Erlebnis. Wie bitte? Ach so, ja klar. Sie dürfen mir gerne noch Kaffee nachschenken. Ja, dankeschön. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, richtig. Beim einmaligen Erlebnis. Ich saß also mit meinen Kollegen um unser wärmendes Feuer, das wir nachts gerne entzünden und um das wir uns gerne hocken, wenn wir unsere Runden gedreht haben und wir schon einige Stunden unserer Schicht hinter uns haben. Die Herde war ruhig, die meisten Tiere schliefen und auch wir dösten so vor uns hin. Es war mitten in der Nacht. Um die Zeit, wo man seinen Tiefpunkt hat und damit kämpft, nicht einzuschlafen. Und auf einmal ist da ein klares, helles Licht.
Zuerst dachte ich, ich träume. Aber als ich hochschaute, da sah ich, dass auch meine Kollegen ganz verschreckt und irritiert in die Runde blickten. Wie bitte? Nein, nein, das war kein Nordlicht oder irgendeine Himmelserscheinung. Das Licht war ja nur um uns herum. Der Himmel war ganz normal dunkel und mit Sternen übersät. Um uns herum war das Licht. Und auf einmal zerreißt eine Stimme unsere gespannte Stille. Fürchtet euch nicht! Boah, Sie können sich vorstellen, wir zuckten zusammen. Und dann ertönte noch einmal diese Stimme. Fürchtet euch nicht! Als ich dann in die Richtung schaute, aus der die Stimme kam, sehe ich tatsächlich jemanden dort stehen. Groß und kräftig. Das Licht schien von ihm auszugehen. Ich kann Ihnen sagen, wir kamen uns richtig erbärmlich vor in seiner Gegenwart. Warum, kann ich eigentlich auch nicht genau sagen. Irgendwie war mir auf einmal meine ganze Unzulänglichkeit bewusst. Vielleicht lag es daran, dass es sich bei der Lichtgestalt, wie sich sehr schnell herausstellte, um einen Boten Gottes, also um einen Engel handelte. Wie bitte? Nein, wirklich, Herr Wirt, das war echt einer. Ich sagte ja, dass Sie sich sehr über das wundern werden, was ich Ihnen erzähle. Also da stand wirklich ein Engel. Die hatte ich mir in meiner Fantasie zwar immer etwas anders vorgestellt, aber dieser war nun Realität. Ich hatte immer so kleine, süße, pausbäckige und blond gelockte Mädchen oder knabenähnliche Wesen vor Augen. Aber dieser da, der war eher so ein Schimanski-Typ. Nicht so schmuddelig, aber von so einer Statur, also so eine echte Kante. Schon ein bisschen zum Fürchten, eigentlich sogar ein bisschen mehr zum Fürchten. Und so ein Engel kam ausgerechnet zu uns Hirten. Auf einmal hob er wieder an, etwas zu sagen, und dann erklang noch einmal dieses »Fürchtet euch nicht!« Wie gesagt, nicht so ganz einfach, wenn man ihm das erste Mal begegnet. Aber diesmal sprach er weiter. »Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.« Wir, also meine Kollegen und ich, stießen uns gegenseitig an. Sprechen konnten wir gar nicht. Dafür war der erste Schreck zu groß. Aber jeder wusste, was der andere sagen wollte. Mensch, der hat eine Botschaft für uns. Und als Engel, als Bote Gottes, muss das eine Botschaft von diesem Gott sein. Der will uns etwas mitteilen. Uns, ganz normalen Leuten. Keinem König oder Propheten. Denen wohl auch, aber in diesem Fall waren wir ganz persönlich gemeint. Sicherlich galt die Botschaft nicht nur uns, sonst hätte der Engel ja nicht gesagt, dass die Freude allem Volk widerfahren wird, aber zunächst mal meinte er uns persönlich. Ehrlich, er sagte wortwörtlich, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und dann kam das eigentlich Sensationelle. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Haben Sie das verstanden? Der Christus, der Christus, von dem in den Synagogenvorlesungen bei uns so oft die Rede ist, von dem Gott so oft in den Jesaja-Schriftrollen berichten lässt und die in den Synagogen gelesen werden, der war geboren. Und dann noch in der Stadt Davids, in Bethlehem, in unserer Stadt also, hier. Letzte Nacht. Was? Wieso soll ich mich beruhigen? Gott hat endlich sein Versprechen wahrgemacht. Er hat uns seinen Sohn gesandt, den Messias, den Retter der Welt. Mann, hier beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich will mich gar nicht beruhigen. Ja, okay, ich kann auch etwas leiser sprechen. Also toll war es auf jeden Fall, dass uns der Engel noch eine genaue Beschreibung gab, wo wir diesen Christus finden sollten. Natürlich wollten wir sofort losmarschieren und nachsehen. Aber vorher mussten wir uns noch ein Konzert anhören. Auf einmal war der Engel nämlich nicht mehr alleine.
Neben ihm stand plötzlich eine Riesenmenge von diesen Himmelswesen. Ich weiß, dass es unglaublich klingt, aber auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole, ich sagte Ihnen ja von vornherein, dass Sie sich wahrscheinlich sehr wundern werden über das, was ich Ihnen berichte. Also, da stand wirklich eine Riesenmenge, so eine Art Gospelchor. Man müsste wohl eher sagen Himmelschor. In einer Art Sprechgesang, fast Rap-mäßig, lobten sie Gott mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Yo! Und als sie fertig waren, verschwanden sie genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Und es wurde auf einmal wieder dunkel und still um uns herum. Boah, aber in mir, da war es taghell. Ich glaube, so wach war ich noch nie in meinem Leben. Meinen Kollegen ging es genauso. Zuerst redeten wir ganz aufgeregt durcheinander, bis dann unser Schichtleiter vorschlug, nach Bethlehem in die Stadt zu gehen und nachzusehen, ob das wirklich passiert ist, was Gott uns durch die Engel hatte mitteilen lassen. Die Tiere würden schon eine Weile ohne uns auskommen. Und so sind wir dann losmarschiert. Wir brauchten gar nicht lang zu suchen. Schon nach kurzer Zeit hörten wir Babygeschrei. Und in dem Stall einer Herberge, hier ganz in der Nähe, lag das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Genau so, wie der Engel es gesagt hatte. Maria, die Mutter, und Josef, ihr Mann, saßen daneben auf einem Strohballen, völlig erschöpft, aber glücklich. Maria lag allerdings mehr, als dass sie saß, naja, wie das halt so ist, nach einer Geburt. Da lag nun dieser Christus, genau vor uns, hier mitten in Bethlehem. Boah, ich musste an die Worte denken, die in der Schriftrolle des Propheten Micha stehen und die ja auch manchmal in der Synagoge gelesen werden. Aus Bethlehem soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und ich wusste genau, der ist für mich geboren, für mich normalen Menschen, ganz persönlich. Boah, genau erklären kann ich das gar nicht. Und ob ich es jemals bis ins Detail kapieren werde, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn dieser Christus schon jetzt als kleines Baby mein Leben anfängt auf den Kopf zu stellen, hey, dann bin ich gespannt darauf, was er in meinem Leben bewerkstelligt, wenn er erstmal erwachsen geworden ist. Dass mich eine Begegnung so verändern kann, das hätte ich bisher nicht für möglich gehalten. Aber es ist tatsächlich passiert. Wie bitte? Nein, danke, Herr Wirt. Jetzt möchte ich keinen Kaffee mehr. Ich will jetzt nach Hause meiner Familie von meinen Erlebnissen erzählen. Ihnen kann ich nur einen Tipp geben. Schließen Sie Ihren Laden kurz zu und schauen Sie sich diesen Christus an. Nehmen Sie sich doch mal Zeit für diese Begegnung. Er ist gar nicht weit weg von Ihnen, ganz in Ihrer Nähe. Vielen Dank, lieber Thomas. Das war der Bericht von Jesu Geburt aus der Sicht eines beteiligten Hirten, frei nach Lukas 2, 8-20, zu finden im Neuen Testament, dem zweiten hinteren Teil der Bibel. Und ihr findet das Ganze in Weihnachtswunderzeit, dem neuen Buch von Frank Bonkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese. Wow. Das ist echt krass. Diese wunderbare Geschichte werde ich morgen früh in der Geschwister-Scholl-Schule in Offenbach erzählen und bin sehr gespannt wieder drauf, wie die Schüler der 6. Klassen dort darauf reagieren werden. Das machen wir jetzt auch schon seit 12 Jahren oder so. Und es ist jedes Jahr ein totales Highlight zusammen mit dem CVJM und ich freue mich sehr darüber. Und morgen Nachmittag, ich glaube 15 Uhr, will ich dann wieder von dieser Stelle aus live eine Geschichte aus Weihnachtswunderzeit oder aus Es Weihnachtet sehr lesen und mit euch ein paar Minuten Zeit verbringen. Anders als der Hirte trinke ich jetzt noch einen Kaffee. Und wünsche euch einen tollen Nachmittag und freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen. Ciao.